Hinweise Ihnen mitgeben. Vorweg, wir zeichnen diese Online-Bezirksversammlung auf. Das heißt, wir werden in der Folge dann auch eine entsprechende Aufnahme vom ganzen Programm Ihnen zukommen lassen. Da können Sie das auch mal bei Gelegenheit vielleicht auch in Ruhe nochmal wiederholen und schauen. Natürlich auch für all jene Mitglieder wichtig, die heute aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sein können. Das ist leider ein bisschen das Schicksal bei so einer Online-Versammlung, dass nicht jeder irgendwo sich auch dann einbringen kann, wie es normalerweise live gewohnt ist. Dennoch gibt es eine Ersatzmöglichkeit. Kurzum, Sie sehen in Ihrer Fußleiste am Bildschirm den Begriff F und A. Dort darf man Sie ersuchen, dann Ihre Meinungen, Anregungen, natürlich auch konstruktiven Kritiken zu verschriftlichen. Wir werden verfolgen natürlich dann das ein bisschen sammeln, clustern, wie man neudeutsch sagt, und dann auch in den nächsten Tagen zu den meistgenannten Fragen auch schauen, möglichst präzise Antworten zu geben. Ein paar essentielle, sich meist wiederholende Fragen werden wir natürlich auch im Laufe des Nachmittags versuchen, ein bisschen herauszuzupfen, wie man so schön sagt, und dann auch den jeweils zuständigen Referenten versuchen zu unterbreiten. Und letzter Hinweis, ich folge der Natur, dass wir auch zwischen der und nächster Woche auf jeden Fall noch ein Webinar bzw. ein Online-Meeting machen werden für alle Mitglieder landesweit, wo es dann mehr um die Details geht zu Ihrer Betriebsführung. Betrifft natürlich jetzt in dem Kontext sicherlich eher jene Betriebe bei euch im Bezirk, die den Winter öffnen möchten. Da geht es dann um arbeitsrechtliches, steuerrechtliches und dergleichen mehr, wo wir dann Ihnen umbieten, immer ganz die Detailfragen, die ganz wichtig sein für Ihre Betriebsführung, durch unsere internen Expertinnen und Experten in Echtzeit zu beantworten. Das mal grundsätzlich zu den organisatorischen Hinweisen, und ich darf dann gleich sofort das Wort weiterleiten an unseren Präsidenten Manfred Binzer, der vor allem natürlich die aktuelle Situation aus Sicht des HGV uns schildern wird, wo sich der HGV wie eingebracht hat und vor allem natürlich auch, was ja essentiell ist in diesen Zeiten, was wir uns auch von der Politik, nicht nur auf Staatsebene, sondern auch auf Landesebene wünschen an weiteren Unterstützungsmaßnahmen. Bitte, bitte. Jawohl, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Danke, dass Ihr, werte Kolleginnen und Kollegen des HGV und der HGJ, aber auch der Frauen so zahlreich eingeklickt hat. Die Ehrengäste hat schon der Bezirksamt begrüßt, den wir nicht wiederholen. Herzlich willkommen. Danke, Hansi, für deine Einleitung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Rückblick machen und auf die Saison 19 einzugehen, wo wir ja eigentlich gestärkt außer sein und dann diesen gewaltigen Dämpfer kriegen. Und das Thema heute ist Wintersaison 2021 und natürlich Frühjahr, nicht? Frühjahr 21 ist für uns in unserem Bezirk auch absolut wichtig. Aber ich würde sagen, auch sehr wichtig, wir haben doch einige tolle Skigebiete im Tal, spontan Meran 2000, Felders, Ulten, Oberfinchgau, Odlergebiet, Schnalz, nicht? Also tolle Skigebiete auch, die auch alle auf klare Ansagen warten, dass sie aufsperren können. Und dahingehend auch dann wollen wir wissen oder wollen wir uns vorbereiten, auch entsprechend auf die Frühjahrssaison, sprich Sommersaison 21. Ich glaube, es ist allseits bekannt und der Landesrat weiß das bestens, dass wir früh genug uns gekümmert haben in enger Zusammenarbeit mit dem Verband der Seilbahnunternehmer um ein Protokoll, das klarlegt, was darf und wie dürfen wir heuer die Skisaison starten. Das Protokoll ist dann nach langen Verhandlungen und schwierigen Prozedere im Einvernehmen auf Staatsebene dann genehmigt worden und wäre eigentlich schon eine sichere Voraussetzung mit klaren Regeln. Leider Gottes, und das vernehmen wir allerweil alle wieder, nicht in den Medien, seien wir als Tourismussektor insgesamt, würde ich mal sagen, im Alpenraum derzeit der Spielball der Politik geworden. Die EU sagt etwas, die Staaten sagen etwas, der Söder sagt etwas, der Conti, der Macron, alle reden drinnen, nicht? Und die Leidtragenden sind die Unternehmer, ist die Unternehmerschaft, die nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht. Obwohl wir schon bewiesen haben, vor allem im vergangenen Sommer, dass wir und die Regeln, die uns aufdiktiert werden, ernsthaft und klar respektieren. Und entsprechend auch, erinnern wir uns zurück, haben wir im Juli und August
wenn es geheißen hat, im August sind wir von Gästen überrennt worden, vielleicht 14 Tage oder 3 Wochen, dann hat es eh schon wieder nachgelassen. Die konkreten Fälle, Landesrat Schuler unterstreicht es auch immer wieder, die haben wir gehabt vom Ende September, Oktober rein, wenn andere Tätigkeiten losgegangen sind, sodass wir schon zu unserer Verteidigung sagen können, dass wir schlussendlich doch die Auflagen und die Regeln, die AHA-Regeln stark eingehalten haben. Natürlich war für uns und vor allem jetzt, wenn ich, Hansi hat das schon erwähnt, wenn wir zurückdenken, Anfang März, 8. März, diese Situation mit gerade Sulden und Schnalz, die vor den 2 wichtigsten Monaten gestanden sind, ihrer Wintersaison und wir im Einvernehmen gesagt haben, jawohl, wir sind einverstanden, auch die Adler Ski Arena nach anfänglichem Zögern. Gesundheit geht vor, wir stecken zurück und schließen unsere Tore. Und dann natürlich ist es lange ausgegangen, bis wir eigentlich wieder starten haben dürfen. Wenn wir ehrlich sein, vor Juli ist relativ wenig los gewesen. Wir durften so aufsperren mit dem eigenen Landesgesetz, wofür wir schon danken, aber die Bewegung ist dann erst im Juli und im August gekommen und das war schon für viele Nörgler zu viel, was damals los war und dann, wenn wir denken, mussten wir gerade in unserem Bezirk, in unserem HGV-Bezirk Meran-Finchgau ja wieder vorzeitig die Saison beenden. Natürlich glaube ich, ist für uns alle klar, dass entscheidend ist für den Erfolg oder Misserfolg der Tourismuswirtschaft die Reisefreiheit. Das ist ja allem wieder unterstrichen worden. Und wie es ausschaut, gestern in der Nacht, wenn Sie das Decreto del Presidente del Consiglio erarbeitet haben, etwas quasi 18, 19, kommt wieder die Reisewarnung inneritalienisch. Präsident, das Mikrofon hast du ausgeschalten, im Irrtum vielleicht? Jetzt wieder. Sagst du direkt oder Horst soll mich reden lassen, oder? Okay, fein. Ja, Spaß beiseite. Ganz zu schweigen von Deutschland oder Benelux-Ländern, die für uns ja auch wichtige Herkunftsländer sind, wenn ihr die Reise Freiheit, sage ich jetzt, nicht wiederherstellen, da wird es sicherlich schwierig. Und andererseits müssen wir auch jetzt gerade zuschauen, als Grenzgebiet, Finchgau vor allem mit Meran, nicht? Die Schweiz scheinbar arbeitet auf Teufel komm raus, nicht? Haben relativ die Hotels gute Auslastungen, haben im Winterbetrieb gestartet und wenn Österreich auch arbeiten wird, dann können wir natürlich zuschauen, wie unsere Gäste dort aufgenommen und bewirtet werden. Das kann es nicht sein, bin ich überzeugt davon. Danke, Landesrat Arnold Schuler. Ich bin auch der Meinung und habe mich auch dafür stark gemacht, dass die Bars und Restaurants wieder arbeiten dürfen ab 4. Dezember. Das wissen wir. Leider Gottes 1-3 nur bis 18 Uhr. Ich traue mich schon zu sagen, wünschen, ich will nicht sagen fordern, wir wünschen, dass nach einer Woche Übergangszeit, aber dann, sagen wir mal, ab 10.11., ab dem nächsten Wochenende, die Restaurants schon bis 22, wünschenswert wäre, bis 23 Uhr arbeiten dürfen. Aber natürlich, generell bleibt schon die Frage aufrecht in der Beherbergung, mit welchen Gästen sollen wir arbeiten? Nicht? Sicher, es wird Betriebe geben, die Pfälzer nehmen vielleicht ein oder andere Betrieb, wo bestimmte Idylle da ist, wo das Angebot jetzt auch vielleicht stimmen mag vom Betrieb her, wo einheimische Gäste ein paar Tage Urlaub verbringen werden, aber schlussendlich wird es auf wenige Betriebe mit einer effizienten Bewegung reduziert sein. Generell, und das wissen wir alle, sagen wir oder sagen uns die gescheiten Leute, spazieren, wandern, rodeln, Skitouren gehen, Winterwandern, aber auch Skifahren generell gehören zu den aktiven, wichtigen, gesunden Tätigkeiten, ne? Und sollte eigentlich von den Leuten ausgeübt werden, aber wir haben alle verstanden, Rom sagt nein, Rom sagt, es kannst du in die Linienbusse einsteigen, es kannst in die Ziege einsteigen, es müsst ihr euch daheim verbarrikadieren,
aber es darf nicht in der frische Luft raus. Da glaube ich, das kann es nicht sein. Da ist entgegenzusteuern. Weil gleichzeitig, wenn wir auch wissen, dass ca. 80% der Aufstiegsanlagen ja teilweise noch alte Schleppliefte sein, eher wenige, aber vielfach Sessellifte. Und in den Gondeln herrschen ja klare Regeln, sodass wir eigentlich gut aufgestellt wären. Ich glaube, es gilt abzuwägen, auch auf politischer Ebene vor allem, was ist sinnvoller, was ist zielführender, den gesundheitlichen Aspekt ja immer berücksichtigen, der hat Priorität auch für uns, das ist klar. Aber dann gibt es noch einen rechtsstaatlichen Aspekt, der zu berücksichtigen ist. Wir möchten gerne arbeiten, wir möchten gerne unsere Tätigkeit nachgehen, abzuwägen zwischen gesundheitlichen, rechtsstaatlichen, aber auch wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Restriktionen. Ich glaube, wir können alle sagen, dass wir gemeinsam hier alle auch mitgeholfen habt, dass wir ganz stark uns beim Massentest im letzten Wochenende beteiligt haben. An und für sich, wenn wir sehen, nur unter Gänsefüßchen 1% positiv getestet, dann haben wir schon Hoffnung gehabt, dass es jetzt herwärts geht. Und das sage ja nicht gleich ich oder der Erwin Hinterecker, das sagt ja auch der Experte Falk, sodass wir schon davon ausgehen, dass die nächsten 10 Tage für uns enorm wichtig sein, was die Entwicklung dieser Pandemie für uns für Auswirkungen hat. Ich glaube, dass man gegensteuern muss, weil sonst laufen wir wirklich Gefahr, dass wir auch eine Langzeitwirkung zu verbuchen haben, die auf unsere Betriebe, auf unseren Sektor ganz stark rückfallen würde. Ich glaube auch, dass man entscheiden muss, als öffentliche Hand, unterstützen wir übrigens, wie wir immer wieder hören, auch von anderen Ländern Deutschland, das kürzlich in der Diskussionsrunde, unterstützen wir die Betriebe, dass sie wieder arbeiten können, dass sie am Leben bleiben oder die wir Tausende oder Abertausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Ausgleichskasse, in die Arbeitslosen, in die Sonderausgleichskasse, weitere Hilfsmaßnahmen oder lassen wir die Betriebe arbeiten, damit die Betriebe können die Mitarbeiter umstellen. Deutschland und Österreich hat uns das ja vorgemacht, aber auch die Schweiz. Wenn wir in Österreich 80% Umsatz, ich wiederhole, Umsatzausfallentschädigung vom Bund kriegen, in Deutschland 75% Umsatzausfallentschädigung kriegen, dann hat der Merin Schönlei über ja, marginale Summen bei uns streiten, will ich nicht einmal sagen, herumschlagen. Ich glaube, dass es faktisch, dass wir doch einige Maßnahmen von römischer Seite dank auch starker ja, Vorsprache in der Stato-Regione-Konferenz vom Landesrat Schuler und vom Landeshauptmann Kompatscher, wo die Wichtigkeit des Tourismus in den Vordergrund gestellt worden ist. Aber die Unterstützungen, seien wir uns doch ehrlich, sind immer noch sehr marginal. Ein Haufen Dekrete, Liquidità, Cura Italia, Rilancio, Decreto Agosto, Ristori 1, 2, 3, 4 gibt es jetzt nicht. Allem wieder so schuckenweise und allem wieder mit neuen Auflagen. Also ich glaube, es braucht schon eine ganz konkrete Unterstützung für die Betriebe, dass sie überleben, dass sie die Tätigkeit wieder aufnehmen können und dass schlussendlich auch unsere Mitarbeiter angestellt werden dürfen. Ich glaube, und der Landesrat weiß das ganz genau, wir müssen gemeinsam den Druck gegenüber Rom erhöhen, aber auch im Land selbst, und das hast du, Landesrat Arnold Schuler, auch letzthin mehrmals auch angedeutet, aber nicht nur du, auch der Landeshauptmann, dass diejenigen, die durch den Rost fallen bei den staatlichen Förderungen, doch irgendwo im Land eine Respektierung erfahren müssen. Kann nicht sein, dass leider ihr, der zum Beispiel im April 2019 keine Einnahmen generiert haben, keinen Umsatz, dass die jetzt überall durch den Rost fallen. Da muss man einspringen. Wir fordern, und das sage ich ganz klar, absolut und ohne Wenn und Aber, dass die GIS 21 ohne Auflagen gestrichen wird. Wir haben das schon öfters gesagt, ich wiederhole es in dieser Runde auch nochmal. Wir fordern auch, dass ein wesentlich besseres Abkommen zwischen Land, Banken und Garantiegenossenschaften auferlegt werden, das unsere Betriebe brauchen. Wir glauben auch, und dass es
ganz besonders für gefährdete Unternehmen, gefährdete Betriebe auch direkte Beiträge gibt. Und zudem gehen wir schon davon aus, dass die IDM mit entsprechenden Mitteln zur Bewerbung unseres Landes auch für das nächste Jahr ausgestattet werden kann. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich aber auch Dank, Mitleid kritisieren und fordern. Ich möchte auch danken dem Abgeordneten im Südtiroler Landtag, dem Helmut, der sich für unsere Belange, sei es im Landtag selbst, sei es auch in den Gesetzgebungskommissionen, ganz stark einsetzt und enorm, auch aus praktischer Erfahrung heraus, die Problematik zum Besten geben kann und den ein oder anderen Erfolg und vor allem die Kollegen im Landtag überzeugen kann. Danke, Landesrat, auch dir, du hast es nicht einfach. Alle schreien, alle brauchen etwas, alle hätten gerne etwas, nicht? Aber schlussendlich, glaube ich, geht es darum, dass wir arbeiten dürfen unter normalen Voraussetzungen und dass diejenigen, die in großen Schwierigkeiten sind, jetzt entsprechend unterstützt werden. Wir wissen alle, Tourismus, und dann komme ich schon zum Ende, Tourismus und Gastronomie. Gastronomie dürfen wir nicht allem vergessen, müssen wir gemeinsam den Stellenwert unserer tollen Gastronomie in den Vordergrund rücken, sind die tragenden Säulen. Viele Zulieferer, ob das Handel, ob das Handwerk, aber auch die Landwirtschaft mit den regionalen Produkten direkt sein, sind ja irgendwo, wir hängen ja alle in einem Kreis zusammen und abhängig auch von einer guten Entwicklung der Tourismus- und Gastronomiewirtschaft. Und deshalb glaube ich, müssen wir, und das ist unser Auftrag auch, dass wir in Zukunft konkurrenzfähig sein. Und unter den gegebenen Umständen, hab's mir's nicht verübelt, sage ich es nochmal klar raus, wenn man sieht, welche Unterstützungsmaßnahmen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland gegeben werden, da hängen wir weit hinten nach und die haben Bedenken, dass wir nicht alle diese außerordentliche schwierige Situation überleben werden. Deshalb glaube ich, verstärkt alle gemeinsam, regional, also auf Landesebene und auf Rom entsprechenden Druck verstärken, dass endlich erkannt wird, was da auf dem Spiel steht, damit wir, und selbst bin ich überzeugt, auch in Zukunft den Auftrag gerecht werden können, als blühendes Land, aber auch im Sinne der sozialen Ausgewogenheit, ich denke jetzt an unsere vielen tausend Mitarbeiter, eine Sicherheit geben können und natürlich auch vor allem unseren eigentlich geliebten Beruf ausüben können und unsere Gäste in Zukunft wieder verwöhnen dürfen. In dem Sinne freue ich mich auf interessante Beiträge Erwin Hinterecker und natürlich von unserem Landesrat, genauso wie von Helmut Tauber und wünsche euch allen in erster Linie Gesundheit und dass wir schon mit etwas Optimismus auch in die Zukunft blicken dürfen. Danke. Ja, danke, Präsident Manfred Binzer. Ganz viele, ganz wichtige Einschätzungen und Impulse und glaube ich auch klare Forderungen, wo ich denke, dass natürlich in erster Linie auch dann der Tourismuslandesrat seine Einschätzung dazu später geben wird. Davor noch dürfen wir herzlich begrüßen den Generaldirektor der IDM, Erwin Hinterecker. Er wird uns vor allem die Hintergründe und Ziele der Kommunikations- und Marketingstrategien von IDM Südtirol näher bringen. Auch die IDM ist wie viele andere touristischen Partner natürlich auch in vielen Dingen davon abhängig, welche Termine und welche möglichen weiteren Schritte jetzt gesetzt werden, vor allem in Primis Richtung Wintersaison. Ich glaube, alle warten noch hart darauf, wie diese Termine dann lauten. Sprich, es geht ums Wann und Wie und marketingtechnisch wird uns das jetzt der Generaldirektor der IDM Erwin Hinterecker näher bringen. Bitte, Erwin. Dankeschön. Guten Nachmittag, liebe HGV-Mitglieder. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, hier Nachmittag dabei zu sein. Wir leben natürlich in einer sehr schwierigen Zeit, wie ja schon mehrmals gesagt worden ist. Es fühlt sich schon wieder ähnlich an wie im März. Haben wir uns vielleicht noch ein letzter Gefühl, glaube ich, haben wir noch weniger Zuversicht gehabt über die Zukunft. Mittlerweile, glaube ich, haben wir echt einen recht guten Sommer hinter uns gebracht. Und ich glaube auch mit Zukunft werden wir auch den Winter schaffen, wenn auch natürlich sehr schwierig ist und sehr schwierig ausschaut. Was ich heute gerne ein bisschen mit euch teilen möchte, ist vielleicht ganz einen kurzen Rückblick, was so die wichtigsten Programme gewesen sind, auch Resultate vom Sommer. Kurz auch jetzt eben über die Krise und auch natürlich im Winter hineinschauen, ein bisschen was die Projekte und die Programme sein, um den Südtiroler Tourismus zu unterstützen. Ich blende gleich eine Präsentation ein, die man gleich sehen wird. Momentele, müsste man jetzt gleich sehen auf die Bildschirme.
Jawohl. Ja, passt. Sieht man's? Gut, super. Okay, nachher möchte ich ein bisschen reden über die Herausforderungen natürlich der Krise allgemein und nachher konkret, was sind die Programme und die verschiedenen Aktivitäten, Maßnahmen, die wir schon für den Winter geplant haben. Es ist natürlich klar, jetzt sind wir, es ist heute der 30. November. Normalerweise wären wir jetzt schon mit der Winterkampagne gestartet, aber natürlich den Umständen haben wir den natürlich noch nicht lanciert, weil wir alle nicht wissen, wenn wirklich das Tor aufgeht, aber wir sind natürlich bereit, gleich so wie im Sommer waren und ich möchte euch schon ein bisschen zeigen, auch was wir im Programm haben, dass natürlich sozusagen auf Fingerdruck losgehen wird, wenn wir auch klar sein, wenn die Wintersaison startet, vor allem wenn natürlich wir wieder aufmachen können. Aber ganz kurz zurückblickend, haben wir einen Restart Südtirol im März entwickelt und die erste Woche schon im April sind wir schon mit diesem Programm draußen gewesen und ich möchte auch da die Gelegenheit nutzen und den Landesrat Schurer ganz herzlich danken und seine Kollegen, dass es das überhaupt möglich war, dieses Restart-Programm zu finanzieren. Im März ist es uns auch ähnlich gegangen wie die MW, die meisten auch von euch. Wir haben vormal von einem Tag auf den anderen 10 Millionen weniger auf unser Budget gehabt, weil natürlich die Ortstaxen runtergegangen sind, viele Dienstleistungen und so weiter und so fort. Und es war eigentlich nur möglich, eine Kampagne und das ganze Restart-Programm im Sommer zu fahren, nicht nur im Tourismus, über alle Sektoren hinweg, weil es die Landesregierung geschafft hat, da auch die Finanzierung zu finden. Und das war sicherlich ein großer, großer Teil, Beitrag, dass wir einen recht guten Sommer gehabt haben. Und ich kann mir vorstellen, alle haben wir uns auch schlechter vorgestellt vor dem Sommer. Und jetzt geht es uns vielleicht ein bisschen ähnlich. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Winter am Endeffekt besser ausschauen wird, wie es jetzt eben zumindest die grauen Wolken sozusagen sorgen. Aber das nur ganz kurz, da auch noch einmal ein herzliches Dankeschön und auch eine Gratulation. Das ist das erste Mal, dass wir in Südtirol eine Dialogkampagne gemacht haben mit dem Tourismus, wo über 4.000 aktive Gastgeber selber mitgemacht haben. Das war in April, damals waren wir alle in Lockdown. Das war eine sehr wichtige Aktion, weil hier ging es vor allem mit den Gästen im Kontakt zu bleiben und das animieren wir auch gerne jetzt in dieser Zeit, auch um auch wieder in so einem Semi-Lockdown sein, immer weiterhin mit den Gästen eben in Kontakt zu sein, im Austausch zu bleiben und von vor allem eben der Südtiroler Gastfreundlichkeit und die Südtiroler Sympathie auch in diesen schwierigen Zeiten eben hinter den Gästen, die natürlich jetzt nicht hier sein können, auch zu zeigen. Das werden wir auch weitermachen im Winter, wie auch dann noch gleich eingehen. In Anfang, das war am 10. 12. Mai, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die Grenze war noch geschlossen, sogar in Italien konnte man noch nicht reisen, haben wir diese Kampagne gestartet und danach haben wir sukzessive weitergeführt und da sind nur die ersten in Italien gewesen und auch die ersten in Deutschland. Und ich glaube, das hat uns einen Vorsprung gegeben und das haben wir auch gesehen auf die ganzen Resultate sozusagen. Da sieht man oben links Italien, wo natürlich die Nachfrage vor der Kampagne blau unten ganz tief war, aber schon mit dem Kampagnenstart 2 Wochen später schon eine höhere Nachfrage war wie das letzte Jahr. Wirklich wahnsinnig, dass wir so schnell geschafft haben, in Italien Nachfrage zu schaffen. Das ist sicherlich viel auch, weil wir da die Ersten gewesen sind und natürlich ordentlich auf dem Gaspedal gedrückt haben. In Deutschland sieht man, wir haben da gestartet um den 22. 25. Und ab Mitte Juni, wenn die Grenze aufgegangen ist, sind wir auch auf dem gleichen Niveau wie das letzte Jahr gekommen. Das heißt, in beiden den wichtigsten Märkten haben wir es wirklich geschafft, eine große Nachfrage hinzukriegen mit den Kampagnen, die wir geschaltet haben. Und wir wissen auch natürlich, wir sind auf Null gestartet in April, Mai. Der Juni war auch noch schlecht. Jänner, die letzte Woche war noch halbwegs. Und nachher Juli, August, das ist auch gegangen. September, Oktober auch okay. Die Daten können wir leider noch nicht erzeugen, weil es ist noch nicht offiziell bei der Astat. Aber wir wissen, das Summe ist allgemein wirklich sehr gut gelaufen. Wenn man zurückblickt, alles war geschlossen und wir haben überhaupt keine eigentlich Aussicht gehabt, was kommt da in den nächsten Monaten. Natürlich, wenn man jetzt Ende des Jahres ein bisschen an einen Rückblick macht, was das heißt für das Bruttoinlandsprodukt, dann schaut das schon natürlich trotzdem noch sehr trübe aus. Und natürlich spüren das auch viele Unternehmer, auch sicherlich viele von euch, wenn man signifikant weniger umsetzt, dann macht das letzte Jahr. Das Land Südtirol wird wahrscheinlich am Ende des Jahres bis -9, -10, das heißt so die letzten Estimates. Und das heißt, dass wir so ungefähr 5-mal so einen großen Einbruch haben werden wie in der letzten Finanzkrise. Die letzte Krise, was damals eigentlich die größte Krise war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, dramatisch größeren Einbruch. Und natürlich, wenn man so einen riesigen Einbruch
hat, dann brauche ich auch dementsprechend größeres sozusagen Konjunkturprogramm und eben Maßnahmen, damit man wieder von diesem riesigen Loch rauskommt. Wir müssen uns auch erwarten, dass wir das nächste Jahr auch nochmal ordentliche Einbrüche, hoffentlich nicht so hoch wie dieses Jahr, aber es werden auch Einbrüche sein, ganz klar, weil wir müssen im Winter mal sicherlich keine ordentliche Saison. Es ist nicht nur der Tourismus, sondern auch andere Sektoren, was auch weiterhin viel zu schaffen haben und Probleme haben mit Export und verschiedene andere Bereiche. Alles, was mit den Zulieferketten zu tun hat, Lieferanten, auch die Landwirtschaftsprodukte, was natürlich auch viel vom Tourismus leben, die zieht es natürlich auch alle mit in dieser Krise. Und was ich zumindest auch gelernt habe in meiner Karriere, das ist die vierte Krise, was ich mitmache, das ist mit Abstand die größte auch. Hier ist ein Vergleich ein bisschen zu der letzten Krise, wo man auch wissenschaftlich wirklich gezeigt hat, dass eben die Unternehmen oder auch die Regionen, die wirklich in der Krise investieren und die da auch strukturelle Änderungen machen, auch besser aus der Krise rauskommen. Die Unternehmen oder Regionen, die eben nicht investieren, stoppen sozusagen, die werden viel länger brauchen. Hier das Beispiel ist, wenn man ein Jahr nicht mehr richtige Kommunikation macht, dann dauert es 5 Jahre, das wieder aufzuholen, wenn es gut geht. Könnte sein, dass man es nie aufholt. Und darunter sind nochmal mehr Daten, wie eben die Käufe zurückgehen. Und für mich ist das beste Beispiel wirklich ist Italien. Italien hat es nicht geschafft, in der letzten Finanzkrise sich wirklich zu reorganisieren, zu reformieren und vor allem in die Zukunft zu investieren. Was ist passiert? In den letzten 10 Jahren ist Italien nicht gewachsen, null gewachsen. Südtirol auf der anderen Seite hat es geschafft, in dieser Zeit fast 20% zu wachsen. Das ist gewaltig und das ist wirklich bemerkenswert und da muss man wirklich alle Südtiroler Unternehmer gratulieren, weil wir das geschafft haben in einem Stoß, das wirklich nicht weitergekommen ist, trotzdem so gut zu wachsen. Andere Länder wie Deutschland und so weiter, wie es auch, die sind sehr gut gewachsen, natürlich auch Österreich und Schweiz. Aber andere Länder haben es auch nicht so gut geschaffen, wie eben die südländischen Länder. Und ich glaube, das Wichtigste in dieser Zeit ist, dass wir es schaffen, unser eigenes Destino sozusagen zu beeinflussen, damit wir nicht sozusagen Widmer werden von den Entscheidungen von Rom und dadurch aufgehalten werden und eben diese Krise, die eben tief ist wie die andere, in sozusagen auch unsere Zukunft wegschneidet. Deswegen natürlich sagen wir, müssen nach vorne investieren und die Brennkampagne, was wir vor 6 Wochen lanciert haben, ist ein Beispiel von dem. Ja, man könnte sich fragen, ja, wieso machen wir jetzt eine Südtirol-Brennkampagne in dieser Krise? Genau deswegen, genau wegen der Krise haben wir entschieden, diese Brennkampagne zu machen. Wir müssen uns vorstellen, es ist nicht nur natürlich, die Brennkampagne nimmt natürlich auch den Tourismus mit, aber muss auch alle anderen Wirtschaftssektoren unterstützen. Zum Beispiel hat es in den letzten 8 Monaten keine einzige Messe gegeben. Die Messen sind die wichtigsten Kanäle oder es ist einer der wichtigsten Kanäle, Neukunden zu akquirieren für die Südtiroler Unternehmen. Meistens kleine Unternehmen, die exportieren, die keine internationale Filialen haben, zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch viele größere Unternehmen, die auch Probleme gehabt haben mit dem Export. Ihre Zulieferungsketten sind unterbrochen worden und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch die ganzen Agrarprodukte, was man natürlich auch nicht alle leicht absetzen, wenn man natürlich auch Probleme in Italien mit dem Tourismus. Und das erste Mal, dass wir diese Brennkampagne lanciert haben, ist wirklich in der Geschichte, um eben die Marke Südtirol ganzheitlich erlebbar zu machen. Das heißt, alle Südtiroler Kernkompetenzen wirklich zu kommunizieren. Und wir fassen diese Kernkompetenzen 3 Makrothemen zusammen. Natürlich ist die Destination das Tourismusland Südtirol, das Herkunftsland Südtirol, das heißt unsere Qualitätsprodukte, die Agrarprodukte, was darunter sein, alles wirklich auch Top-Qualitätsprodukte. Und was wir das Made-in heißen, das Made-in ist das Handwerk, ist das Gewerbliche, die Produktion, die innovativen größeren Unternehmen und die Industrie. Und wirklich diese 3 Kernthemen in der Marke zu transportieren, zu kommunizieren und sozusagen Südtirol als ein innovatives Wirtschaftsland darzustellen, international führendes Land. Und wir haben auch Top-Qualitätsprodukte wirklich in allen diesen Bereichen, sind aber nicht dafür bekannt. Und genau deswegen haben wir entschieden, in dieser Krise genau dieses Programm auch zu lancieren, um Südtirol sozusagen nach vorne zu projizieren. Südtirol hat viele Kompetenzen und das ganze Land sozusagen einen Rückenwind zu geben und dem zu unterstützen. Wenn man das vielleicht, ist viel Detail, aber der große Wurf nach vorne hier ist wirklich, dass man das erste Mal Südtirol in seiner Ganzheit kommuniziert und dadurch auch die Produkte dann mitnimmt. Der Destinationsprodukt ist es der Lebensraum,
der verschiedenen Saisonen, der Reisethemen, das Herkunftsland, das ist der Äpfel, der Speck, der Milch, der Wein und natürlich das Made-in. Und darunter können sich auch Unternehmen mit einschalten sozusagen, mit diesem Plan, mit diesem Kommunikationsplan und dadurch synergetisch natürlich auch viel mehr Visibilität schaffen. Das ist wirklich der große Schwung, die waren sozusagen im Sog mitgezogen und dadurch schaffen wir Südtirol, was natürlich ein relativ kleines Land ist, international. Wir haben nicht große Marketingbudgets wie große andere Unternehmen, was natürlich konkurrieren. Aber so zusammen schaffen wir es, einen synergetischen Effekt zu schaffen, der ganz Südtirol sozusagen auf eine neue Bühne hebt. Wir haben dadurch mehr Visibilität und auch mehr Kompetenz zeigt, dass Südtirol eigentlich viel mehr drauf hat, denn nur einige Produkte, für die vielleicht einige Leute uns gekannt haben. Ihr habt vielleicht einige Bilder schon gesehen. Wir haben hier drei, vier große Themen gespielt. Das erste Bild hier geht es vor allem um die Südtiroler Handwerkskunst. Und es sind allem Südtiroler, die was hier gezeigt werden. Und es ist immer diese Begegnung, die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt von den Südtiroler, die eben diese Top-Qualitätsprodukte eben herstellen. In diesem Fall ein sehr, sehr architektonisch schönes Gebäude, dass eben diese zwei Herren produziert haben, haben wir der Architekt Peter und der Holzbauunternehmer, Handwerker Walter. Und man sieht einfach da die Südtiroler Eleganz und die Südtiroler Baukunst, vor allem auch natürlich im Holz. Ein anderes Thema ist mehr die Südtiroler Innovation darzustellen. Natürlich da die Seilbahnen Leitner ist ein Welt für Südtirol sicherlich ein weltführendes Unternehmen und Aushängeschild. Aber da ist es auch ein Ingenieur in dem Fall, ist es der Giorgio. Und der trifft sich auch mit einem anderen Südtiroler, auch ein Spitzenkoch in diesem Fall. Und die sich sozusagen über ihre beiden Technologien, unter anderem natürlich über seine Rezepte und Speisen natürlich unterhalten. Und das dritte ist über die Südtiroler Qualitätsprodukte. Hier geht es um den Wein vor allem. Da ist eine Winzerin, die sozusagen die Qualitätsprodukte darstellt. Und auch den Südtiroler Lebensstil mit dem Herbert, den wir natürlich alle kennen, und der Manuel. Und dadurch auch sozusagen das Südtiroler Lebensgefühl eben auch nach draußen projiziert. So drei verschiedene Themen, die zusammen Kernkompetenzen von Südtirol eben darstellen. Und dann gibt es natürlich auch den TV-Spot, den sicherlich auch schon viele gesehen haben. Und durch den eben Südtirol das erste Mal wirklich ganzheitlich darzustellen. Ein sehr wichtiges Programm, das wir auch in den nächsten Jahren weiterführen möchten. Und dadurch eben auch die Kleinen mitnehmen können, vor allem auch die kleinen Unternehmen, natürlich im Tourismus ganz klar, aber auch andere. Und das macht auch die Marke Südtirol natürlich viel stärker, weil du in verschiedenen Sektoren dahinter sein. Aber im Endeffekt geht es eigentlich immer um dasselbe. Es ist immer der Mensch, der Südtiroler, der auch von den ganzen Marktforschungen als ein sehr sympathischer Mensch, bodenständiger Mensch und eben innovativer Mensch und findiger Mensch auch dargestellt wird. Das sagt man, das sagen die Marktforschungen. Und auf der anderen Seite ist es immer diese sozusagen Leidenschaft von den Südtiroler, dass auch immer in die Produkte hineingeht und die Produkte immer eine Top-Qualität darstellen, ganz egal in welchem Sektor. So, das zu kurz zurückblicken auf den Restart dieses Jahr. Aber sicherlich kann man vorstellen, okay, was macht die IDM alles im Winter natürlich, um den Tourismus auch zu unterstützen. Und da gibt es auch eine ganze Batterie von Maßnahmen, die ich jetzt auch ganz kurz vorstellen möchte. Natürlich, wie gesagt, einige Timings von denen sind jetzt abhängig, wenn jetzt genau die Türen sozusagen geöffnet werden können. Aber auf alle Fälle sind wir pronti, um das Programm zu lancieren, denn das ist eigentlich alles schon produziert. Einige Sachen werden auch produziert und die werden gleich darüber erzählen, in welchem Moment. Ich gehe ganz kurz in einige Beispiele hinein, aber es sind ganz viele Programme von Social, von Live-Kommunikationen, natürlich internationalen Kampagnen und so weiter und so fort. Am besten mache ich ein paar Beispiele. Wir werden da einige Videotutorials eben produzieren, auch zu kommunizieren, dass es in Südtirol nicht nur Skifahren gibt. Es ist heuer mit Sicherheit eines der gefragtesten Sachen. Auch von der Marktforschung wissen wir, dass natürlich die Leute am meisten eben Angst haben von den Ansammlungen ab bei der Gondola sozusagen, weil eben die vielen Leute zusammenkommen. Aber es gibt viele andere Aktivitäten in Südtirol, wo es viel sicherer ist eigentlich, wie Schneeschuhwandern, wie Roden und einfach Wandern, Genusswandern und natürlich vieles andere, was heuer sehr viel gefragt ist. Und dort Südtirol, und ich glaube auch der Finchgau und Marana-Raum, auch ein Top-Angebot.
Und das wollen wir natürlich auch kommunizieren und deswegen auch durch die Videos, was wir da machen. Weiter, was auch sehr gut funktioniert hat, das haben wir im Sommer gemacht, ist der Gast ist eigentlich der beste Empfehler, nicht? Und der glaubwürdigste. Und das werden wir auch im Winter machen, dass wenn eben Gäste hier sind, dass wir eben auch Gäste filmen werden, sozusagen, wir sind in Südtirol, wir fühlen uns wohl und sie sagen, sie sozusagen senden eine Nachricht von, ihr könnt nach Südtirol kommen, denn hier ist es sicher. Wir wissen, dass Sicherheit das Wichtigste ist in diesem Moment für einen Gast zu buchen. Das werden wir auch weiterhin machen. Auch hier machen wir kurze Videos, wo man eben sieht, vom Skifahren bis zum Rodeln, bis zum Schneeschuhwandern und so weiter und so fort. Wenn eben Leute in Südtirol sind, damit auch die Gäste eben von draußen sehen, ja, Südtirol, das sind so Gäste, da kann ich hinfahren. Wir wissen auch vom Sommer, dass die Leute eben im letzten Moment buchen. Wird auch im Winter so sein, das wissen wir. Und deswegen auch diese Sachen im Moment, wenn die Leute da sind, ist es wichtig, eben genau diese Sachen zu produzieren und nach draußen zu projizieren. Weiters natürlich sehr wichtig ist alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Und da haben wir Tutorials, die eben zeigen, die verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen, die was wir getroffen haben, wie eben auf alles, was mit Transport zu tun hat. Die werden natürlich auch dann zur Verfügung stellen, volle Hoteliers und für euch, damit ihr auch auf eure Webseiten könnt einsetzen. Und natürlich auf der Webseite auch. Sicher reisen ist fundamental, wie wir wissen. Und dann natürlich immer die letzte Information, dass man in Südtirol eben sicher Urlaub machen kann. Weiter geht's auch mit der Toolbox. Das ist etwas, was wir im Sommer das erste Mal lanciert haben mit dem Restart-Programm. Und da werden wir natürlich weiterhin viel Content zur Verfügung stellen. Ski natürlich, aber auch Non-Ski, wie gesagt. Und eben weil viele Gebiete ja auch viel, viel Angebot haben, wird da sicherlich viel neuer Content sein und vor allem auch dieses Angebot von nicht nur Skifahren, natürlich auch Skifahren, aber auch von Nicht-Skifahren, was man sich machen kann, was ihr nachher herunterladen könnt für eure Webseiten, E-Mails und Socials und so weiter. Das Thema hier, was ich ganz am Anfang angefangen habe, das war ja das erste Programm, was wir in Rüstag gemacht haben im April, das ja so gut funktioniert hat, vor allem, weil eben ihr Gastgeber mitgemacht habt. Und das ist auch wichtig, jetzt eben den Gästen auch diese kleinen Videos zu machen, wie die Kekslern mit der Familie, was auch immer gemacht werden, der Zelten und wie wir uns auf die Weihnacht vorbereiten. Das lieben die Gäste. Wir haben da im Sommer 17 Millionen Impression gehabt, Wahnsinn. Und das ist alles Owned Media, sozusagen. Das kostet da fast gar nichts, das ist nur ein paar Stunden, eben Video zu machen und dann hier auf die Social-Kanäle, auf E-Mails, auf die Webseite zu publizieren. Weil das projiziert auch die Sympathie. Ich habe keinen anderen Mitbewerber gesehen, weil wir das gemacht haben im April, Juni, genau in der Zeit, wo alles gestanden ist. Wir sind da die einzigen draußen gewesen mit diesen sehr herzlichen Videos, was einfach vom Gastgeber gemacht worden sind, von Skigebieten und so weiter. Und die sind wirklich super angekommen. Deswegen bitte das weitermachen und da mitmachen. Live-Kommunikation aus Südtirol, wenn man dann auch machen, wenn offen ist sozusagen, dass man eben live sieht, dass in Südtirol eben sicher ist und wie immer das schöne Wetter und so weiter und das da genießen kann. Und auch die kann man dann weiter auf die Webseiten eben posten, auch auf euren, natürlich auf unseren. Und nachher haben wir auch, wie vorher schon im Sommer gemacht haben, dieses Influencer-Programm auch, wo man natürlich auch in den verschiedenen Märkten, auch wie in Polen, in Tschechien und so weiter, das sind ja auch wichtige Märkte, sind im Winter, auch mit Influencer eben Südtirol zu promovieren, wo eben auch diese Influencer sozusagen aus Südtirol berichten, dass man in Südtirol eben schönen Winterurlaub machen kann und es da eben sicher ist, Urlaub zu machen. Und natürlich auch wichtig, dieses Mal ist es immer dasselbe. Alle seien sie geschlossen, nach vorne geht alles auf und alle, auch unsere Mitbewerber, sind natürlich ganz, ganz stark in den Medien, dass wir auch zugleich in den Medien sind. Das heißt, wenn sie jetzt sagen, okay, es geht am 18. los oder wenn auch immer, die Reisefreiheit ist da und wir wissen, sie ist da, muss man auch raus in den Medien, das sind eben Medienanzeigen. Und da sieht man auch, dass man eben diese Varietät auch kommuniziert. Nicht? Und auch ganz, ganz viel die Vielfalt, die Südtirol eben zu bieten hat. Auf der linken Seite, immer da muss immer der Genuss dabei sein, ganz klar. Auf der linken Seite sieht man mehr Schneeschuhwandern. In der Mitte auch wieder der Genuss und da Skifahren. Und auf rechts ist es mehr einfach Zeit für dich. Und Wellness und Abschalten in Südtirol. Das heißt, die vielfältige Aktivität, die eben Südtirol anbietet, eben das auch in Vordergrund zu stellen. Das wird in Magazinen, Printanzeigen passieren, auch in Autoform und natürlich in digitaler Form. Ja, wie gesagt, das ist ganz kurz eine Übersicht von den Winterprogrammen.
dass jetzt eigentlich schon alles ready ist zum Starten. Natürlich sind wir jetzt alle sehr gespannt, was passiert die nächsten Tage. Hoffen alle, dass die Zahlen nach unten gehen, dass die Politik natürlich auch international hier die richtigen Entscheidungen trifft, damit wir auch einen halbwegs Rhythmus hinkriegen werden. Aber wir müssen zuversichtlich sein, nach vorne blicken, aber natürlich auch investieren, damit wir auch in der Zukunft halbwegs über die Runden kommen, so wie eben im Winter, und nachher vor allem auch gut gerüstet sein, sozusagen für den Post-Covid-Zeit wieder Südtirol in die Zukunft zu positionieren und den Tourismus auch wieder voll zurückzubringen zu unserem alten Glanz. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort zurück an Thomas. Danke. Ja, danke, Erwin Hinterreger. Ich denke, die Hauptbotschaft bei der Präsentation war sicher jede, dass vor allem in Krisenzeiten ein sogenanntes Grundrauschen, was man das im Marketing Slang auf jeden Fall unbedingt notwendig ist. Vor allem, wir wissen ja, unser Land hat sehr viele Stammgäste, die dachten nichts lieber, wie zu uns kommen und kennen halt derzeit aus verschiedenen Umständen das nicht tun, aber eben andere Mitbewerber tun das auch. Das heißt, ein Grundrauschen, wenn nicht vielleicht sogar ein stärkeres Rauschen im Bewusstsein unserer Gäste zu bleiben gilt, sei es für eine Destination, als auch für die Betriebe an sich. Und dafür gibt es natürlich auch unsere entsprechenden Beratungsstellen im HGV, wo Sie natürlich allen wieder gerne unterstützen, dass man ja nicht vergisst, auch im Marketing, trotz diesen schwierigen Zeiten, auch ein Geld in die Hand zu nehmen. Alles andere wäre, wie es der Erwin Hinterreger sehr schlüssig geschildert hat, langfristig natürlich sehr gefährlich. Danke, Erwin Hinterreger, nochmal in diesem Kontext. Ich darf jetzt überleiten an unsere zwei Politiker, beziehungsweise denen an der politischen Front stehen. Zum einen an den Landesrat für Tourismus, Arnold Schuler, der ja auch natürlich als Landesrat für Zivilschutz in diesen bewegten Zeiten sehr, sehr stark gefordert ist. Den würde ich zunächst ersuchen, um sein Statement zur politischen Haushaltsgroßwetterlage, sei es im Lande, aber auch was die nationale oder internationale Ebene anbelangt. Vor allem natürlich, der Präsident Manfred Pinsker hat ja ganz klar auch unsere Positionen untermauert und vorgebracht, was wir uns gerne vorstellen würden, wünschen würden, was eine Unterstützung auch der Ausfälle anbelangt, die Betriebe nicht schon leicht gehabt haben, sondern eben wahrscheinlich, leider wird es auch dann noch blühen werden. Und danach im Anschluss bitte dann unseren Landtagsabgeordneten Helmut Dauer, vor allem aus der Optik des Landtags an sich, wo ja sehr viele derzeit wichtige Gesetze verabschiedet werden, nicht bis zum Schluss auch das sogenannte Landeshaushaltsgesetz für 2021. Zunächst bitte aber um das Statement des Landesrates für Tourismus, Arnold Schuler. Bitte. Ja, schönen guten Nachmittag und danke für die Einladung. Wie der Präsident Manfred Pinsker schon gesagt hat, ist 2020 sicherlich ein ganz besonderes Jahr und ist das auch eine besondere Bezirksversammlung. Nicht nur, weil die eben per Videokonferenz stattfindet und wir uns über Videokonferenz sehen oder zumindest hören, aber vor allem auch, weil man in so einer Versammlung geht und genau weiß, dass man auf viele Fragen, die es gibt, keine definitiven Antworten weiß und zum anderen eben auch eine große Erwartungshaltung da ist und man weiß, dass man das sicher nicht alles erfüllen kann. Also keine ganz unangenehme Sache, aber das gehört zur momentanen Zeit dazu und wir sind halt alle gefordert, jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Wir sind vor einem Jahr in eine super Wintersaison gestartet, die dann aber im Frühjahr, Hansi Bichler hat schon gesagt, dann ein abruptes Ende gefunden hat. Danach war man in absoluten, eine sehr schwieriger Situation im Lockdown. Dann mit der Wiedereröffnung hat man sich eigentlich erwartet, dass es schneller wieder losgeht. Die Erwartung ist enttäuscht worden. Juni, Juli war noch schwach. Dann ein super August. Und im September, Oktober ist dann schon wieder deutlich nach unten gegangen. Und jetzt wissen wir, sind wieder über Wochen Hotels zu, mit schwieriger Situation, auch was den Ausblick anbelangt. Also mehr wäre durchwachsen. Die Folge, Hansi Bichler hat schon einige Zahlen genannt, wenn wir uns jetzt das Land anschauen, haben wir ja deutliches Minus zu verzeichnen in Bezug auf die Nächtigungen. Aber es gibt große Unterschiede dann zwischen den einzelnen Bezirken.
Wir haben jetzt die Wintersaison 2019, 2020 und die Sommersaison 2020 zusammenzählt, dann sieht man auch, es gibt jetzt ein ganz unterschiedliches Bild. Wir haben Gebiete, die in Summe dieser zwei Saisonen ein Minus haben, also eine Ermächtigungen erreicht haben, zwischen 80% und 90% vom Vorjahr. Das sind Gebiete eben wie Gröden, Kronplatz, Hochpustertal, Alta Badia. Dann haben wir Gebiete, die zwischen 70% und 80% liegen. Da ist dann Seisachtal, Eckental, Seisralm. Und dann haben wir Gebiete wie eben Meraner Land und wie Südtirols Süden, die bei den 60% liegen von dem vom Vorjahr. Also es sind schon markante Einbußen auf die zwei Saisonen gerichtet. Und Finchgau ist um die 70%. Also es sind auch nur mal innerhalb des Landes große Unterschiede, wie sich das Minus eben danach darstellt. Wenn man jetzt da die Politik, weil es ist jetzt ja umgesprochen worden, auch, was bewegt sich rund um Südtirol, was bewegt sich eben gerade auch im Staat Italien, wo jetzt zurzeit heftige Diskussionen geführt werden über die Zukunft von Wintertourismus. Da muss man leider feststellen, dass auf Kosten des Tourismus auch sehr viel Politik gemacht ist worden in diesem Jahr. Erinnern wir uns zurück, ist noch nicht so lange her, wo es die Allianz gegeben hat zwischen Deutschland, vor allem Bayern und Österreich, wo man gesagt hat, die Brennergrenze muss dicht bleiben. Dann hat es Situationen gegeben, auch ist nur weniger lang hin, mitten in der Sommersaison, wo Österreich und Kroatien die Reisewarnungen ausgesprochen hat und der Kanzler Kurz gesagt hat, das Virus kommt mit dem Auto. Jetzt ist Österreich eine schwierige Situation, mir sowieso wieder. Also wäre doch viel klüger gewesen, wenn man von vornherein sich auf eine gemeinsame Strategie geeinigt hat, die abgestimmt war gewesen zwischen einzelnen Ländern. Ich glaube, mit dieser Art der Politik hat man den Tourismus und insgesamt der Wirtschaft geschadet. Es wäre ein starkes Europa da und ein gemeinsames Auftreten, ein gemeinsames Konzept hätte uns einiges an Schwierigkeiten erspart. Aber die Dinge sind halt gegangen, wie sie gegangen sind. Und jetzt müssen wir wieder nach vorne schauen, wie wir auch in die nächsten Wochen und Monate dann gestalten können. Morgen wird sicher ein entscheidender Tag werden auf Staatsebene. Es finden ja die Verhandlungen statt zwischen den Regionenpräsidenten, unser Landeshauptmann wird da dabei sein, und den Ministern über die Zukunft des Wintertourismus. Wir wissen, die Vorzeichen seien da keine guten. Also immer wieder die Aussagen jetzt von Conte, Di Maio und so weiter, dass man sagt, man kann sich einen Wintertourismus nicht vorstellen. Also dass die Aufstiegsanlagen in Betrieb gehen und so weiter. Und dann wird man jetzt schauen, was morgen dann entschieden wird. Das wird dann die nächsten Freitag oder dann in den nächsten Wochen dann in Kraft treten. Diese Regelungen, die ganz entscheidend für uns und vom Wintertourismus sein werden, vor allem für die Zeit bis nach Heiligen Drei Könige. Die halt eine sehr wichtige Zeit für ganz Südtirol in Bezug auf den Tourismus eben ist. Es geht nur mal um die Aufstiegsanlagen, ob die in Betrieb genommen werden können. Das ist einmal eine zentrale Frage und da braucht so schnell wie möglich, wie auch immer, jetzt eine Antwort, damit man sich entsprechend einstellen kann oder vorbereiten kann. Und das Zweite, nicht minder wichtig oder wahrscheinlich noch wichtiger, ist die Mobilität zwischen den einzelnen Regionen in Italien. Wir wissen ja, dass Deutschland da sehr harte Maßnahmen getroffen hat oder betreffend ist, nämlich, dass man mit aller Gewalt verhindern will, dass deutsche Bürger ins Ausland fahren, ob dann Österreich oder zu uns. Und deshalb hat man auch entsprechende Quarantänevorschriften vorgesehen hat, dass die dann in Quarantäne müssen. Seht ihr, der gesagt, auch wenn jemand sich nur einen Tag aufhaltet in Österreich, dann muss der entsprechend in Quarantäne gehen. Italien überlegt ja diese Regelungen, um auch die Mobilität zwischen den Regionen bis nach Weihnachten nicht nur einzuschränken, sondern möglicherweise zu verbieten. Also nicht nur für die roten und orangen Gebiete, sondern auch für die gelben. Das heißt, dass jeder, der dann diese Region verlässt, wenn er irgendwo umgehalten wird, damit rechnen muss, dass er zurückgeschickt wird, eine Verwaltungsstrafe
aufgepumpt kriegt und falls irgendwo positiv getestet wird, auch nur Strafverfahren. Also keine guten Aussichten, obwohl wir, es wird da dauernd geredet für die Aufstiegsumlagen, aber es gibt ja auch eine andere Form des Wintertourismus, der auch eine große Rolle spielt, nämlich das Wellnessen, sich zu erholen. Und der Generaldirektor Hinteregger hat jetzt einmal gesagt, also es ist ungefähr Hälfte, Hälfte zwischen dem, was Alpinski fahren herkommen und den anderen. Und also auch das wäre doch ein uninteressanter Bereich, den man noch abdecken kann. Aber auch doch braucht es eine bestimmte Möglichkeit der Mobilität und nicht, dass die Leute zu Hause oder zumindest in der eigenen Gemeinde die Weihnachtsferien verbringen müssen. Also das sind ganz, ganz entscheidende Fragen. Übrigens, das, was dauernd auch an Fragen jetzt gestellt wird, auch heute schon einige Male wieder, wie ist heute die Regelung in Bezug auf Langlaufen, auf Schneeschuhwandern, auf Roden und so weiter. Also so wie jetzt der Krieg geschrieben ist, gibt es kein Verbot. Das heißt, es wird gleich gesehen, wie jede andere körperliche Betätigung, also ob ich wandern gehe oder mit dem Rad vor. Genau dasselbe gilt, wenn ich mit den Langlaufski unterwegs bin oder mit den Tourenski. Verboten ist nur, wenn ich das als Mannschaftssport betreibe oder eben organisierte Rennen gemacht werden. Ich glaube, das ist wichtig auch zum allgemeinen Verständnis. Und allerdings, wie gesagt, wäre halt wichtig, dass nicht nur Südtiroler und Südtiroler sich da bei uns bewegen können und irgendwo vielleicht auch übernachten können, sondern dass auch Gäste aus Deutschland oder zumindest einmal aus anderen italienischen Regionen daherkommen können. Aber da ist noch vieles leider offen. Das andere ist, was der Präsident Pinsker angesprochen hat, sind die Entschädigungen oder Ausgleichszahlungen. Also es ist dann, sollte so zu einem Verbot kommen oder zu so strengen Regelungen, ich denke, das Mindeste, was man sich dann erwarten kann, dass es auch entsprechende Ausgleichszahlungen gibt. Es wird, wenn wir nicht davon träumen dürfen, dass es ist wie in Österreich oder in Deutschland, aber zumindest, dass es doch substanzielle Entschädigungszahlungen gibt. Das, denke ich, ist das Mindeste, was man dann verlangen kann oder müsste, wenn dann wirklich es so weit kommt, dass man den Wintertourismus sehr stark einschränken will oder einschränken wird. Aber das wird man sehen, das wird auch nicht ganz so einfach, aber das ist das, was wir uns erwarten. Und dann werden wir schauen, ob wir da als Land dann irgendwo noch unterstützen können, unterstützen müssen. Aber nur einmal, also die Erwartungshaltungen dürfen noch nicht allzu hart sein, weil logisch in erster Linie jetzt der Staat fragt, der in diesem Fall ja auch die entsprechenden Spielregeln vorgibt. Beschäftigen müssen wir uns aber auch mit der Zeit dann nach Corona, also so wichtig das System ja jetzt ist und verstehe ja die Ängste der Einzelnen raus und sagen, wie wird es weitergehen, wie organisiere ich mich, wie geht es mit meinem Betrieb weiter, und wir müssen auch auf die Zeit wieder denken nach Corona, das heißt, wir müssen jetzt neue Gesetzraum und Landschaft umsetzen, wir müssen jetzt die Durchführungsverordnung schreiben, die jetzt in den nächsten Wochen auch genehmigt werden soll, wo schon erste Maßnahmen dann festgelegt werden, dass auch draußen wieder weitergehen kann. Aber vor allem dann auch, es wäre ein Landesfachplan vorgeschrieben gewesen, den wir jetzt letzte Woche mit der Änderung von Raumordnungsgesetz gestrichen haben. Und stattdessen ist ein Tourismusentwicklungskonzept vorgesehen, das wir gemeinsam mit EURAG, mit Professor Pechlaner, deiner Arbeitsgruppe erarbeiten wollen. Und das dann in den nächsten Monaten auch dann entsprechend genehmigt, diskutiert und dann in der Folge auch genehmigt werden soll, wo man dann noch ganz spezielle Überlegungen umstellen wird. Man hat sich ja zum Ziel gesetzt, Südtirol als begehrtestes und nachhaltigsten Lebensraum Europas. Das ist die Vision, die man sich da gegeben hat. Und das trifft eben auch den Tourismus, einmal, weil es dort auch entsprechende Regelungen brauchen wird. Auf der anderen Seite, weil auch gerade der Tourismus von solchen Visionen extrem profitieren kann und nur stärker zu einem Sehnsuchtsland werden kann, indem man das, was man sich dann auch vorstellt, für einen Urlaub in den Bergen, dann auch entsprechend bieten kann. Unsere Stärken werden dann sicher sein, wie in anderen Bereichen auch, die familiengeführten Betriebe,
nicht die Großbetriebe, sondern die Familiengeführten, für die steht heim Südtirol, so wenn wir in der Landwirtschaft auch für die Familienbetriebe stehen, im Handwerk genauso, das macht Südtirol aus. Die Natur, unseren Lebensraum, den wir weiter gestalten müssen. Vor was wir nicht stehen wollen, sind Massenansammlungen, sind Staus, den wir halt leider Gottes jetzt auch erleben haben müssen. Und auch das, da brauchen, müssen wir entsprechende Vorkehrungen treffen, dass wir für das, wo Südtirol eigentlich stehen will, für das am Ende auch stehen und da entsprechend glaubwürdig sein. Ein Kompliment an OIDM, auch zu der Strategie, dass man jetzt über die Stärkung der Lachmarke, dass man verstärkt als Südtirol auftreten will. Ich weiß, es gibt noch einige Diskussionen, jetzt nicht nur im Bereich von Tourismus, sondern vor allem auch in anderen Bereichen, Landwirtschaft, Wein, wissen wir ja, dass das einige noch kritisch sehen. Aber ich glaube und bin überzeugt, dass das die Strategie sein muss. Wir sind ein kleines Land und wir müssen uns gemeinsam draußen präsentieren. Der Film, der jetzt ja läuft, zeigt sehr wunderbar, was Südtirol alles ausmacht. Und jeder einzelne Bereich profitiert vom Großen und Ganzen. Da muss jetzt in Stand sein, die Schönheit dieses Landes, die Vielfalt dieses Landes darzustellen, dann profitieren davon alle und wir sind gleichzeitig im Stand, auch die Ressourcen zu bündeln, die halt da dauernd knapper geworden sein und wo wir halt auch müssen schauen, wie gehen wir mit den Geldmitteln um, wie setzen wir sie möglichst effizient in und ich glaube, das muss die Strategie sein, ich glaube, dass es uns auch gelingen wird, auch die Restzweifler noch zu überzeugen und das einen entsprechenden guten, entsprechenden Erfolg zu erzielen. Ich bedanke mich bei der Gelegenheit bei euch allen, die jetzt einen Betrieb führt, auch in diesen schwierigen Zeiten, für die Geduld, die es ihr braucht, für die guten Nerven, die es gebraucht habt. Aber ich glaube, wir können guter Hoffnung sein, dass wir mit einem blauen Auge im Stand sein, diese Krise zu meistern und dann auch in eine in unser Betrieb, aber auch in unser Land, in eine gute Zukunft zu bringen. Und der Tourismus, ich betone es bei jeder Gelegenheit, ist ein wesentlicher Faktor in Bezug auf den Wohlstand dieses Landes, weil inzwischen viel, sehr viel an Tourismus hängt, sehr viele davon profitieren, mehr, wie es vielleicht in erster Linie gaben zu tun, aber es hängt so viel direkt und indirekt mit dem Tourismus zusammen, dass es ein ganz wesentlicher Faktor von unserem Wohlstand ist und sein wird und demnach ist das einfach ein sehr wichtiger Bereich, den wir eine gute Zukunft bringen müssen. Danke auch nochmal den Vertretern HGV auf Orts-, Bezirks- und vor allem auch auf Landesebene für die gute Zusammenarbeit, die sicher in Zeiten wie diesen ganz besonders braucht. Danke. Ja, danke, Landesrat Arvid Schuler, für deine Impulse und deine Einschätzung an sich. Man hat verstanden, dass vor allem in den nächsten Tagen wir dann hoffentlich mehr wissen sollten, wie das Ganze vor allem in Richtung Wintertourismus weitergeht, sprich das Wann und Wie, das ist essentiell. Für unsere Gastwirte und Gastwirte, für den Unternehmen, Unternehmen gibt es nichts Schlechtes, dass wir keine Planung und Rechtssicherheit zu haben. Das geht uns, glaube ich, alle gleich irgendwo. Deswegen ganz wichtig, dass diese nächsten Tage hier die definitiven Entscheidungen getroffen werden. Helmut Dauer, unser Landtagsabgeordneter, bitte nun um deine Einschätzung, deine Sicht der Dinge und was sich in diesem Kontext im Landtag derzeit alles bewegt. Bitte, Helmut. Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, lieber Bezirksobmann und IDM-Präsident Hansi Bichler, Präsident, Landesrat, Direktor, alle HGV-Mitglieder und HGJ, danke, wie gesagt, für die Einladung. Wie wir schon gehört haben, für die ganzen Vorredner, ungemein eine schwierige, herausfordernde Zeit, braucht man nicht reden. Bin selber Gastwirt und selber am Betrieb oben im Raubland und habe das ja alles mitgekriegt, genau in der Phase, wo man eigentlich die stärkste Saison hat. Da startet man es nicht. Das ist die erste Phase. Dann haben wir uns versucht aufzustellen, alle Maßnahmen zu definieren, um gut zu starten. Sanitäre Hygienemaßnahmen, die Mitarbeiter zu schulen und so weiter. Dann der ganze Aspekt vom Land, die Sanität mit unserem ja, mit dem Testing, mit dem 360.000 Leute hingegangen sein und jetzt wiederum Voraussetzungen geschaffen haben, um halbwegs sicher weiterzukommen.
Und jetzt trotzdem wieder dieser harte Schritt, natürlich speziell für unseren Sektor, ist alles andere als einfach. Ich glaube, die Betriebe trifft es einfach hart. Es ist eine gewaltige Herausforderung. Wir haben ja gehört, weil sind wir alle noch rote Zone. Wir hoffen, dass jetzt dann mit den vierten, die 14 Tage orange Zone kommt und dann die gelbe Zone auch für Südtirol zurückkommt. Das soll nicht aber vor dem 20. Dezember sein und damit natürlich eine riesen Herausforderung überhaupt für den Tourismus jetzt zu starten. Konnte der Zack alle in der Region bleiben, die Merkel und viele andere genauso. Und damit bin ich der Meinung, werden wir ins ganz schwarze Weihnachten, Silvester überhaupt vor Anfang Jänner überhaupt zu starten. Schwer für die kleinen Betriebe, Bar, Restauration, die jetzt natürlich ja wieder die Möglichkeit kriegt zu starten mit dem vierten und für alle in alle Bereiche. Umso mehr, denke ich, brauchen wir jetzt natürlich ganz viel Druck Richtung Rom. Landesrat Schuller, Herr Arnold, hat es ja bereits gesagt und auch der Präsident hat es bereits gesagt, dass wir über die Federalbergi, über unsere Organisationen, über die Politik versuchen, unten unseren Druck aufzubauen, den wir halt errichten. Fakt ist natürlich, die Berggebiete in Relation zur Gesamtwirtschaft ist ein kleiner Teil. Ich habe heute Mittag noch mit dem Dieter Steger telefoniert, der ja in der Kommission auch drinnen schaut, die Gelder entsprechend einzusetzen. Er sagt, das Dekret Ristoro 3 wird für uns leider nicht viel drin sein. Ristoro 4 redet von 8 Milliarden und Sam müsste eigentlich für den Tourismus schon ein bisschen was auch an Ausfall drinnen sein. Natürlich in der Gesamtsumme und alle, die da mitspielen, die ganzen unterschiedlichen Sektoren, wird es dann schlussendlich dächter nicht ganz ein Haufen sein. Und nichtsdestotrotz, denke ich, ist das Wesentliche, dass wir versuchen, unsere Betriebe dann wieder schnellstens auf den Markt zu bringen, die geile Leute wieder herzukriegen, die Betriebe wieder voll zu kriegen. Ich denke, in dem zusammen natürlich mit dem Beschluss der Landesregierung ordentlich Geld einzutieren für die Vermarktung, hat ja für den Sommer gut funktioniert und ich bin davon überzeugt, wenn die Zahlen bzw. die genauen Zeiten da sein der Öffnung, wann die Leute wieder ins Land kommen können, werden wir eine starke Kampagne fahren können und damit die Leute wieder zurückbringen. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, eine große Herausforderung wird jetzt natürlich auch unser Haushalt. Nächste Woche geht es da dann in den nächsten 14 Tagen geht es da in den Endspurt. Auch dort hat der Landesrat gesagt, durch die ganzen Situationen heuer haben wir schon einen Haufen Ausfall im Landeshaushalt und man versucht aktuell auch über Rom zu schauen, ob man nicht echt dann irgendwo Lösungen findet, um bestimmte Verschuldungen in Unterfirmen des Landes zu schaffen und trotzdem ein bisschen Spielräume zuzulassen. Das wird eine Riesenherausforderung. 21 wird für uns alle nochmal richtig schwierig. Trotzdem bin ich davon überzeugt, die Südtiroler seien Kämpfer, seien fleißige Leute, versuchen permanent selber ihre eigenen Betriebe nach vorne zu bringen und das wird auch unsere Herausforderung sein. Trotzdem glaube ich schon, dass wir unbedingt schauen müssen, Betriebe zu unterstützen in den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Der Präsident Manfred hat es ja klipp und klar auch gesagt und die unterstützt das natürlich auch, aber natürlich die Spielräume seien nicht riesengroß. Zum Schluss vielleicht noch ein, zwei Impulse vom Landtag selber. Wir haben ja letzte Woche auch gehabt, bestimmte Dinge der Raumordnung, die hat ja auch schon der Landesrat gerade gesagt, bis Jahresende wird er versuchen, die Durchführungen so aufzustellen, dass wir zumindest in der qualitativen weiter Verbesserung unserer Betriebe dort wieder was tun zu können. Wir haben jetzt einen Beschlussantrag gemacht, eben genau für all jene, die effektiv wirklich überall aus dem Raster fallen, dass wir da nochmal spezielle Maßnahmen aufstellen. Das wird die Regierung auch versuchen zu machen. Ich habe probiert, noch einzubringen, gerade für den Meraner Raum, durch den, dass ich es ja in Anfang ja nicht gewusst habe, wie geht es mit den 20%, habe ich die überhaupt, habe ich die nicht. Haben wir das jetzt versucht, nochmal aufzudehnen, dass die GIS bis 31. Jänner nochmal die Ansuchen gemacht werden können, um zumindest die 50 oder die
volle Reduzierung zu erhalten, je nachdem wie die entsprechenden Ausfälle in die Betriebe gewesen sind. Das als Impuls einmal von meiner Seite. Ich kann leider unterstreichen, all jene, die vorne und rund sein, versuchen tagtäglich für unsere Betriebe sich voll einzusetzen. Es ist ungemein eine schwierige Zeit und ich denke, wir brauchen auch ein bisschen Vertrauen und dann auch ein bisschen Nerven, weil richtig aufzustellen, die Entlastungen werden wir erst im Laufe des Jänners ganz konkret die Maßnahmen liefern können. Danke von meiner Seite. Ja, danke Helmut Dauer in deiner Doppelfunktion als mit Herzblut unterwegs sein, der HGV Bezirksamann, Präsidiumsmitglied und dem Landtagsabgeordneter. Leider war das der Hinweis zur Erinnerung, bevor ich dann dem Bezirksamann Hansi Bichler zum Abschluss das Wort weitergeben darf. Es seien relativ wenige Fragen jetzt einerkennen. Wir haben versucht, etwas ganz klar und schnell zu beantworten, schon zurückzuschreiben. Aber erinnert daran, das sind eben vor allem Detailfragen zur Betriebsführung an sich, dass man eben demnächst entsprechend da auch landesweit für die Mitglieder in Echtzeit dann Rede und Antwort stehen werden. Und ungeachtet dessen braucht natürlich nicht, liebe Mitglieder, auf ein solches Webinar, wenn man so schön sagt, warten. Es ist, wir haben unsere Fachabteilung, die relativ schnell euch dann Detailauskünfte geben können für euren Betrieb an sich. Wie gesagt, dennoch, in den nächsten Tagen gibt es sicher wieder einen Haufen Neuigkeiten, wie es der Landesrat und weitere Redner schon gesagt haben. Es wird bis zum Donnerstag, Freitag wahrscheinlich nicht gehen. Man erwartet vom Staat neue Dekrete, dann wird es landesseitig wahrscheinlich neue Dekrete geben. Und deswegen ist es wahrscheinlich da fast besser, noch ein bisschen abzuwarten, bevor wir die große Runde mit diesem Frage-Antwort-Spiel in Echtzeit machen. Dennoch, jederzeit, jeden Tag gerne unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter zu euren Detailfragen gerne zu eurer Verfügung. Wir sind einfach da, wir sind in euren Diensten. Das ist das, was ich tagtäglich auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiter entsprechend ausnahmsweise so predige. Bitte, Hansi, zum Abschluss an Sie das Wort. Ja, danke schön, Thomas. Bevor wir noch eine kleine Überraschung haben, erlaube ich allen, die heute gesprochen haben, ein großes Dankeschön auszurichten und auch den Gedanken von Helmut weiterzutragen. Es ist wirklich, jeder bemüht sich, wo er kann, die Situation Herr zu werden oder wenigstens abzumildern. An allererster Stelle auch dem Präsidenten ein großes Dankeschön und auch den Helmut für seinen Einsatz der Direktion, Präsidium, Landesregierung. Also jeder probiert wirklich das zu machen, was er kann. Auch Ideen erlauben, den Erwin auch bitte ein Lob an das Team mitzugeben. Es probiert wirklich das Möglichste, was er kann, weil die Situation ist wirklich eine sehr, sehr dramatische. Nur ein Hinweis noch für die Wintersaison auch, weil wir trotzdem auch hier im Bezirk ein paar Fälle gehabt haben. Also wenn ihr besonders zum Schluss aus der Saison, wenn positive Fälle im Betrieb sind, sei es bei den Mitarbeitern, sei es Gästen oder auch sonstiges, da gibt es eine ständige Arbeitsgruppe zwischen HGV und IDM, die dann euch helfen. Wir haben auch ganz viele Erfahrungen oder einige wertvolle Erfahrungen gemacht heuer im Sommer auch. Wie kommuniziert man das die Gäste? Soll man das kommunizieren? Wie geht man damit um? Also dann bitte melden hier gemeinsam die Rechtsabteilung und auch die IDM und teilweise bin ich da auch dabei und andere, die euch da helfen, einfach praktisch aus der Situation rauszukommen. Da gibt es Vorlagen für Briefe, für die Gespräche und vieles, vieles mehr, was wir da machen können. Deswegen bitte das da melden, wenn ihr da ein Problem habt. Und von dem her bitte jederzeit offen. Ja, das letzte Wort übergebe ich den Referenten vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir Pater Zoche bei uns, also den Augustiner Mönch, der mit spitzer Zunge uns über die Werte im Tourismus gesprochen hat und auch vieles mitgegeben hat. Und er hat sich bei mir gemeldet und wir haben uns gehört und er hat gesagt, er hätte auch gerne nach diesem außergewöhnlichen Jahr auch zwei, drei Gedanken mitgeben. Es ist wieder sehr, sehr spannend, was er sagt. Und ich wünsche allen, liebe Mitglieder, euch eine schöne Adventszeit. Es ist nicht einfach, aber trotzdem, der Troller gibt nicht auf, Kopf hoch. Irgendwie geht es jeden Tag weiter und ich erlaube mir, Pater Zoche jetzt in der Videobotschaft das letzte Wort zu übergeben. Ich wünsche euch alles Gute. Meldet euch, wir sind jederzeit da und wir werden auch in Zukunft alles geben, dass wir diese Situation gemeinsam meistern. In dem Sinne, Dankeschön und das lege der HGV und jetzt das Wort dem Pater Zoche. Bitte. Ich war zweimal bei Ihnen in Südtirol.
wäre auch diese Woche noch bei Ihnen zu einem Vortrag gewesen. Und jetzt ist alles verändert. Ich bin der Pater Hermann Josef Zoche, bin katholischer Priester, Ordensmann. Ich gehöre zu dem großen Orden der Augustiner, die Sie ja auch ganz in der Nähe in Neustift haben. Bin Pfarrer und mache seit ganz vielen Jahren Vorträge, Kongressvorträge, Seminare für Manager, Führungskräfte. Und es geht bei mir immer um eine Wertorientierung. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann in dieser emotional für Sie und für uns alle schwierigen Situation. Diese Pandemie zwingt uns ja etwas auf, das wir nicht wollen. Es kommt über uns wie ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch oder ein anderes Unwetter. Der Mensch ist ja eigentlich planerisch veranlagt. Wir können nicht einfach so in den Tag hineinleben und die Hände in die Hosentasche stecken und La Paloma pfeifen. Es ist schwer, einfach abwarten zu müssen, was als nächstes geschieht. Das widerspricht eigentlich unserem Naturell. Aber zurzeit sind wir alle gezwungen, total im Augenblick zu leben. Und genau das haben wir verlernt. Wir haben geplant und organisiert und getan und gemacht. Aber darüber hinaus vergisst man eben oft den Moment, das Hier und Jetzt. Corona hat uns alle sozusagen aus unseren Zukunftsplänen in die reine Gegenwart katapultiert. Und vielleicht ist das auch die erste Lektion, die wir jetzt lernen dürfen. Wir müssen die Gegenwart, das Hier und Jetzt, aushalten. Diese Gegebenheiten, die wir jetzt durch Corona erleben, spiegeln sich in den Seelen der Menschen wider. Die lassen uns ja nicht kalt. Vieles ist zurzeit sehr gebrechlich, fragil, unsicher. Und dann spüren wir mit einem Mal, das geht mir genauso in diesen letzten Monaten, dass auch wir zerbrechlich sind, dass wir unsicher sind, vielleicht auch aggressiv. Und so, meine ich, ist eben die zweite Lektion, die wir lernen dürfen, die wieder zart miteinander umzugehen, sensibel, feinfühlig, empathisch. Wir neigen ja in menschlichen Krisensituationen dazu, gerade die Menschen zu verletzen, die wir ja eigentlich lieben und die wir brauchen und deren Liebe und deren Verstehen uns wichtig ist und deren Liebe uns das sichere Gefühl gibt, du bist geliebt, du wirst gebraucht, du bist wichtig für mich und ich möchte, dass du das weißt. Die Verluste, die wir jetzt teilen, können zum Gewinn des Menschlichen werden. Sie können uns auch im Schmerz, in der Angst, in der Verzweiflung zu Menschen reifen lassen, können uns stark werden lassen menschlich. Covid ist eine Herausforderung. Aber gerade jetzt können wir lernen, so komisch das im Augenblick klingt, dankbar zu sein für das, was wirklich zählt. Covid ist, ich möchte es wirklich einmal so sagen, eine Herausforderung an das menschliche Vermögen zu lieben. Wenn es jedem schlecht geht, dann können wir entweder zueinander finden und die Liebe neu entdecken, oder aber wir können vereinsamen, uns innerlich abkapseln und genau nach dem schlagen, wonach wir uns ja eigentlich sehnen. Aber dann wird ja alles noch schwerer. Ich möchte mich mit Tipps und Hinweisen so zurückhalten, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser schwierigen Situation Verständnis füreinander haben. Gehen Sie zart und fein miteinander um. Bedenken Sie, dass der andere, den Sie ja lieben, der Ihnen nahe steht, dass der genauso empfindlich ist wie Sie, genauso verletzlich. Nehmen Sie es irgendwie an, in diesen Wochen in diesem Sinne zu wachsen. Was kann denn schon passieren, wenn wir die Liebe haben? Und im allerletzten, das ist, glaube ich, wirklich die
dritte Lektion, um es einmal so zu sagen, die uns Corona erteilen kann. Können wir dann erkennen, dass uns nichts passiert, wenn wir die Liebe haben? Die Liebe allein macht ja das Leben letztlich sinnvoll, hell, lebenswert. Die Liebe ist der große Reichtum unseres Lebens. Sie ist die Herausforderung, zweifellos, auch für mich. Aber sie ist letztlich der Grund, auf dem wir alle leben. Und wenn dann diese Zeiten besser werden, und das werden sie ja, das ist ja ganz sicher, die Zeiten werden besser, dann werden sie vielleicht erkennen, um wie viel reifer, liebevoller und gelassener sie aus all dem hervorgegangen sind. Das nehmen sie jetzt vielleicht so nicht wahr. Aber wie in der Dunkelheit der Erde das Korn wächst, so reift ja auch in der Beschwernis dieser Zeit unsere Dankbarkeit füreinander. Dass wir eben zueinander finden und uns jetzt nicht noch gegenseitig das Leben zusätzlich schwer machen. Und irgendwann durchbricht das kleine Korn die Erde und findet dann mit einem Mal an das wärmende Sonnenlicht. Das zeigt uns eben, dass dieses lebensspendende Licht die eigentliche Kraft gibt. Diese Welt wird nur besser, wenn jeder von uns besser wird. Die Strukturen, die uns jetzt aufgezwungen sind, die werden sich irgendwann ändern. Meine Hoffnung ist aber, dass sich dann auch, man weiß nicht wie, aber die Menschen geändert haben. Dass wir alle liebevoller, fühlender, zarter, verstehender geworden sind. Dass wir mit einem Mal erkennen können, in der stillen Zeit von Corona haben unsere Herzen Ohren bekommen und unsere Liebe Flügel. Und bis dahin möchte ich Ihnen eigentlich am Ende eine Erkenntnis mitgeben, die mir seit vielen Jahren immer wieder sehr hilft. Auch in dem ganzen Verzicht, den einem das Leben oft abverlangt, in all den Verlusten und Beschwerlichen, dann denke ich oft, was mir das Leben nimmt, das schenkt mir die Sehnsucht wieder. Und in dieser Sehnsucht, dass sich nicht nur die Zeiten ändern, sondern die Menschen. Und dass wir mit einem neuen, liebenden Miteinander, mit einem Mal gereift aus dieser Zeit kommen, das wäre doch wirklich schön. So wünsche ich Ihnen einen guten, stillen Advent. Zeit füreinander, Liebe, vor allen Dingen das. Und dass wir alle gereifter und zarter, fühlender, im geteilten Schmerz aus dieser Situation herausfinden. Und danke Ihnen, dass ich die Gelegenheit hatte, auf diesem Wege zu Ihnen zu sprechen. Machen Sie es gut. Behüt Sie alle Gott und bleiben Sie gesund. Ihr Pater Hermann Josef.